Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Atomic Heart. Ich bin Renne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Ja, wir befinden uns im Moment im wissenschaftlichen Testgelände Nummer 1, haben das abgeschlossen. Autorisierung. Major Nechayev, Codename P3. Ja, Zugang gewährt. Ja, und haben diesen abgeschlossen und auch alle drei Plünderchefs oder Chefs oder wie wurden sie genannt, gefunden. So, und wir wollen hier nochmal ein bisschen Heilung mitnehmen. Wir haben nämlich gar keine Heilung dabei. Wir müssen jetzt eigentlich zur Ausstellung. Da haben wir aber schon auf der Karte gesehen, dass es sich dabei um eine Arena handelt. Und ich gehe mal davon aus, dass wir einen starken Kampf vor uns haben. Deswegen werde ich nochmal drei mittlere Neuromets einpacken, damit wir ein bisschen Heilung dabei haben. So, genau, ich glaube Plünderchef wurden die genannt. Und bei den Erfolgen heißen sie allerdings Lieferchefs. So. Da kommt auch schon der Errungenschaftsfortschritt 1 von 8 Deckel drauf. Wahrscheinlich, weil wir jetzt das erste Testgelände abgeschlossen haben. Ja, mir fällt gerade ein, wir hatten noch ein weiteres Testgelände ganz in der Nähe. Ich glaube, es war Testgelände Nummer 8 oder 6. Ich muss gleich mal auf der Karte schauen, wenn wir wieder an der Oberfläche sind. Ja, wenn wir tatsächlich jetzt einen starken Kampf vor uns haben, wäre es ja sinnvoll, dieses Testgelände auch noch abzuschließen. So, wir stehen hier jetzt wieder im Freien. Hallo, zieh mal die Karte rüber. Ja, hier haben wir Testgelände Nummer 6. So, und wie es aussieht, müssen wir dann wohl ins Wasser. Vielleicht mit der Bootsstation ein Boot nehmen. Ich würde nämlich mal behaupten, dass auch das Gelände nicht einfach offen ist und wir das erstmal wieder öffnen müssen. Dann über diesen Turm. Okay, wie kommen wir da am besten hin? Die Arena liegt ja genau dazwischen. Aber wir sind jetzt da hinten rausgekommen. Also der beste Weg wäre ja die Straße entlang, direkt an der Eisenbahnstation vorbei. Und dann liegt es ja auf der rechten Seite, dürften wir ja anhand dieses Sees hier erkennen. Aber wir haben hier auch wieder etliche Kameras, auf die wir dann achten sollten. Hallo? Wieso geht denn das jetzt? Aha. Moment, in welche Richtung war das jetzt? Links, okay. Oh, 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 da ist ja wieder ein... Was hast du denn da bei dir? Ach nein, okay. Ausgeplündert. Hier in dem Haus waren wir auch noch nicht. Hey, willst du direkt zur Reparatur kommen? Das gibt es nicht. So, dann plündern wir hier mal ein bisschen. Waren wir ja echt noch nicht. Das sieht aus wie zwei, drei andere Gebäude, die wir schon untersucht haben. Na, jetzt wird es ein bisschen albern, dass die Gebäude von der Struktur ähnlich sind. Oder lag es am letzten Update? Es gab nämlich ein neues Update zwischen dieser und der letzten Episode. Dass das jetzt als nicht geplündert angezeigt wird, das wäre aber komisch. Ja, ich hatte ja auch einen Speicherstand angelegt im Wavilov-Komplex wegen der fehlenden Shibita.
Allerdings habe ich wohl zu viele Speicherstände angelegt, denn es war nicht mehr aufzufinden. Ich weiß nicht, wie viele er nimmt, aber die letzten waren halt alle aus dem Testgelände. Das heißt, ich konnte es nicht mehr nachholen, die fehlende Chebeter zu holen. Zumal ich auch nicht weiß, ob dieser Fehler mit dem letzten Patch behoben wurde. Ich hätte es aber gerne getestet, hier alleine schon für das Vervollständigen der Sammelgegenstände für das Let's Play. Aber leider ging das nicht mehr. Na. Jetzt haben wir einen Stuhl mit angezogen und dafür hier nicht richtig geplündert. Toll. Jo, sehr viel Munition. Und aufs Dach können wir auch noch. Oh, worauf haben wir denn hier Zugriff? Nur auf diese Kameras. Ich glaube, hier oben waren wir schon, um das Testgelände zu öffnen, oder? Und wieso ist das jetzt alles wieder nicht mehr gesammelt? Ich weiß es nicht. Nee, auf die Kameras können wir ja gar nicht zugreifen. Okay. Also raus hier. Und ab. Straße lang. Zu Testgelände Nummer 6 oder 8. 6 war es jetzt, glaube ich, oder? Gucken wir gleich nochmal. Sind schon die Wespen wieder unterwegs und wollen hier reparieren. Gebäude waren ja Safe Spots. Auf die Energie achten. Da hinten haben wir schon wieder die mit den Kreissägen. Oh, das waren Kameras. Gut, dass wir die schnell genug bemerkt haben. Hey. Habe ich doch eben irgendwo eine Kiste gesehen. Oder nicht? Eben war doch gerade da.
ja, wie viele Pschellas hier schon wieder unterwegs sind. Oh. Was kommst du denn auf einmal her? Mit ihm da oben hatten wir gesprochen, da hinten war was blau. Aber wahrscheinlich nur die Einzelteile der Pschellas, ja. Nicht mit mir. Schauen, ob hier hinten noch was liegt. Jawohl. Ich wusste doch, ich habe irgendwo eine Maschine rumklappern hören. Was gerade für Geräusche? Ich denke mal, wir können rennen und dann dashen wir nur. Aber ich glaube, es gab ja noch den Punkt, dass wir unsere Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen können. Sollte ich vielleicht langsam mal belegen? Schon wieder Autos zum Nehmen, ne? Brauchen wir aber aktuell nicht. Wir sind am See. Wo sechs du rennen dann rum? Hallo? Wieso konnten wir den jetzt nicht... Hier haben wir noch einen Speicherpunkt. Was haben wir hier? Das ist auch keine schlechte Idee. Ah, hier sind noch Kisten. Ich glaube, da fuhr gerade der nächste Zug vorbei. Ey, 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 ey. Reparatur verboten. Oh, unsere Energie ist schon wieder alle. Ach, hier ist auch direkt so eine Roboterfabrik. So, wir sind am... See angekommen. Das Testgelände sollte direkt vor unserer Nase sein. Ah, habe ich ein gutes Auge gehabt. Nein!
Eigentlich weiter links, aber hier ist ja nichts. Das ist eine Fabrik. Könnte das der Eingang sein? Müssen jetzt nur... Das könnte der Turm sein. Steht auf jeden Fall eine 6 drauf. Könnte richtig sein. Da hinten haben wir noch jemanden... Oh, Frösche. Da hinten haben wir jemanden liegen. Oder? Diesmal ein Tier? Ein totes Tier, mit dem wir uns unterhalten können? Mu? Zitat 17. Okay. Die Kuh gehört zur Gattung der Hausrinder. Am einen Ende ist Mu, am anderen Milch. Ah, okay. Und was ist jetzt dieser Mist? Kuhmist, Genosse Major. Hm? Wie du siehst, ist das eine Kuh. Zitat 3. Nichts ist schlimmer, als an dem Abend allein zu sein, an dem die Kuh explodiert ist. Keen Dunes. Offenbar hat das neuronale Netz sie ans System angeschlossen und liefert jetzt kulturelle Informationen zu Kühen. Und das Tier gibt sie weiter. Was meinst du mit gibt sie weiter? Über Funk oder was? Zitat 95. Für den einen ist die Wissenschaft eine erhabene Göttin. Für den anderen ist sie eine Kuh, die ihm Butter liefert. Friedrich Filler. Okay, ich habe keine Ahnung, wer dieser Filler ist, aber dieser Rinderbraten kennt ihn wohl. Also wenn das nicht der Beweis dafür ist, wie großartig das Kollektiv ist, dann weiß ich auch nicht, Major. Zitat 1. Auch wenn man eine Kuh mit Schokolade füttert, gibt sie keinen Kakao. Stanislav Leji, jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt eklig oder genial ist, aber ich habe jedenfalls genug. Genial finde ich das persönlich nicht. Okay, wo war jetzt der Turm? War das der? Hier haben wir nochmal einen Speicherpunkt, oder? Ja, also diese Gebäude, die aussehen wie... Hinten geht schon wieder so ein Laborroboter. Den wollen wir gerade nicht auf uns aufmerksam machen. Aber was haben wir hier? Noch ein paar Kisten. Die Frösche irritieren. Okay, schauen wir mal, ob das hier den Zugang zu Testlabor 6 öffnet, falls es das überhaupt ist. Testlabor, Testgelände... Ja, schaut mal, wir können da interagieren. Das ist schon mal richtig. Ja. Da kommen wir auf jeden Fall schon mal rein. Sieht gut aus. Da steht noch ein Schwarzer, sehe ich das richtig? Er ist so weit weg. Aber wenn ich das Polymer sehe, können wir vielleicht auch von da rein. Das haben wir jetzt geöffnet, aber dem will ich auch noch auf den Grund gehen. Jetzt haben wir auch vier kleine Neuromed-Kapseln wieder, sehe ich gerade. Beim Durchblättern.
Das ist ein Arbeiter. Oh, 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 oh. Und das ist ein Laborrobotech, aber auch schon wieder eine Kamera. Den erledigen wir auch direkt. Und für dich packe ich jetzt mal die Kalaschnikow aus, mein Freund. Aua! Oh, Leute. Oh. Schon wieder Nora? Wir haben eine Chibita gefunden. Hey, Mikhail. Irgendwas stimmt mit dem Fabrikator in dem Gebäude drüben beim Abwasserrohr nicht. Ich habe ihn um einen Werkzeugkasten gebeten, aber stattdessen kam eine verrückte Hummel herausgeflogen und hat mir einen riesigen Behälter zugeworfen. Ich komme nicht einmal hinein. Geh dir das bitte ansehen, ja? Alle anderen ignorieren meine Anrufe. Ah, falsche Waffe. Lag hier noch eine Chevette rum. Okay, hier ist zwar kein Zugang, aber Beute. Die wollen wir natürlich. Schwimmen wir durch Polymer. Polymer. Mich hätte jetzt mal interessiert, wie lange wir unter Wasserluft anhalten können. Hier im Polymer stört uns das ja nicht. Auf jeden Fall Munition und... Wow, 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 wow. Schienenkanone. Leute, wir haben das Rezept für die Schienenkanone. Die brauchte, glaube ich, auch keine Munition, sondern wird auch Energie betrieben. Wir haben ja hier direkt eine Nora. Wo ist dein Scheißknopf? Ah, ja. Würde mich mal interessieren, was wir für die Schienenkanone brauchen. Waffen oder Fähig? Fähig. Wahrscheinlich werden wir uns die nicht... Nee, oh, die ist richtig teuer. Die ist richtig teuer. Aber damit haben wir auch alle, ja, Baupläne für Waffen. Alle Baupläne für Verbrauchsobjekte. Alle Baupläne für Munition und alle für Kartuschenwaffen. Das heißt, es fehlen jetzt tatsächlich nur noch die Verbesserungsbaupläne, die wir ja auch in den Testlaboren finden. Oder Test, wurde nicht Testlabor genannt, wie haben sie das jetzt genannt? Egal. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Da, wo ich gerade unterwegs bin. So, ich werde noch mal ein bisschen aufräumen hier. Jetzt haben wir doch schon wieder hier viel zusammengesammelt hier. Oh, und so viel Munition. So viel Munition. So viel Munition brauchen wir im Leben nicht. Wobei, früher oder später bestimmt. Aber aktuell halt nicht. Ich will nicht so viel Zeug mit mir rumschleppen. Ja, die mittleren... Bäh. Oh Mann, dass wir immer hochscrollen müssen. Das Handling hier im Menü sollten die mal ein bisschen ändern. So, ich würde mal sagen, eine mittlere, vier kleine heben wir uns auf. Wir gehen ja jetzt eh erst in... Polygon 6. Ach so, ich wollte noch mal schauen wegen der erhöhten Bewegungsgeschwindigkeit. Wir könnten jetzt aber auch das hier belegen, aber dann... Nee, 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 nee.
Hier war es, glaube ich, Frühsport. Jeder anständige Major muss einen Marathon laufen können. Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Nehmen wir uns mal mit. Ich hoffe, das irritiert mich jetzt nicht. Wow, wir sind schon schnell unterwegs. Das hättest du gerne. Wieso kann ich den denn nicht ausplündern? Weil er so blöd im Wasser liegt? Aha. Schauen wir mal. Was müssen wir hier diesmal meistern? Entdecker 2 von 8 wurde gerade freigeschaltet. Wir sind also definitiv im nächsten Testgelände. Sowas. Nicht Testlabor, Testgelände. Beim letzten war es ja so, dass wir eher Rätsel hatten statt Gegner, aber ich lade trotzdem mal nach. Ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Noch so ein Verlies. Das ist ein Testgelände, Major. Hier sollte es Waffen geben. Testgelände, Verlies, kein großer Unterschied. Wir sollten das Zeug finden und abhauen. Oh, das sieht schon ein bisschen unübersichtlicher aus. Ich werde auf jeden Fall hier nochmal speichern. Dankeschön. So, von da kamen wir jetzt. Da kommen wir jetzt auch nicht mehr raus, ne? So, dann würde ich sagen, fange ich mal hier links an. Hallo? Wieso will er das nicht? Aha. Gut. Kiste. Okay.
Okay, Leute. Auf jeden Fall schon mal reich an Materialien. Gut. Also dieser Gang hier ist schon mal abgeschlossen. Und ich glaube, hier sieht es... Oh Gott. Wird hier die Schwerkraft verändert? Die Missionen der kühnen Wissenschaftler von Anlage 3826 kennen keine Grenzen. Sie fragen sich, wie kann ich das Leben eines Sowjetbürgers im Weltraum so angenehm wie möglich gestalten? Worauf kommt es an, damit sich ein Aufenthalt außerhalb der Erdatmosphäre normal für ihn anfühlt? Ein solches Experiment lässt sich hier Bereich in Testgelände 6 beobachten. Wird es künftigen raumfahrenden Generationen möglich sein, sich in Schwerelosigkeit Filme anzusehen? Die Antwort lautet natürlich, für einen Sowjetbürger ist nichts unmöglich. Ich glaube, da oben müssen wir lang. Kann ich hier auch runter? Komme ich hier wieder hoch? Ja, hier ist was zum Klettern. Ja, es sieht tatsächlich so aus, als können wir hier die Schwerkraft ändern. Und immer auf einen der Räume hier auslegen, oder? Wir probieren das Ganze mal aus. Hier durch, wa? Oh, oh, da sind wir etwas tief gestürzt, Leute. Oh, das wird spannend. Ach, hier kann man auch noch mal drehen. Ah, das wird wirklich... Okay, das wird knifflig. Es wird knifflig. Das Magnetfeld da hat jetzt irgendwie keine Auswirkung. Ach, von hier, okay. Moment, ich sehe gerade was. Können wir von hier irgendwie da oben dran springen? Leider nicht. Ah, Leute, oh, okay, ich habe eine Idee. Hier haben wir etwas, wo wir... Okay. Ach, ja, schon wieder. Wir drehen mit dem Rad beide und mit dem Rad hier unten
nur das hier. Das heißt, wir können die Zusammenstellung der Räume ändern. Und ich glaube, da müssen wir schauen, wie wir dann am besten darüber kommen. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir das nachher oben stehen lassen müssen, damit wir von dort besser da dran kommen und dann da hoch. Jetzt muss ich nur gucken. Ja, und dann müsste die Tür oben sein. Genau. Okay. Das heißt, dieses... Ja, ich nenne es mal... ja, diese orale Zusammenstellung. Diese Fellatio-Verwöhnung, die muss ja vor unserer Nase sein. Was ist das? Nein. Nein, das da brauchen wir, genau. Nein, das war falsch. Denn wenn wir jetzt das so drehen... Wir müssen das ja jetzt zweimal drehen, Leute. Aber dann muss es so oben stehen. Moment, zack. Genau, wir müssen das doch nochmal zweimal drehen. Habe ich falsch gedacht, Leute. Jetzt dürfte es hinhauen. Okay. Was haben wir denn hier? Oh, hier geht's weiter. Tod den Maschinen. So, erstmal hier alles sammeln. Bin gespannt, ob ich dieses Level hier in dem Video schaffe. Das war mir klar, dass wieder irgendwo was fehlt. Da, da liegt eine Schraube, ich sehe sie. Gib sie mir. Ach, immer diese Bugs. Das hat auch nicht ganz geklappt, das habe ich mir gedacht. Das ist doch ärgerlich, dass solche kleinen Fehler hier drin sind. Okay, dann gehen wir jetzt hier weiter. Da hinten können wir nochmal speichern. Was ich auch machen werde. Wenn das
das nicht Genosse Plündertschorf ist. Du wirkst bedrückt. Stimmt etwas nicht? Ja, ich habe nur das Gefühl, als hätte ich einen bösen Traum gehabt. Und dieser Typ war da. Reiß dich zusammen. Du hast lange nicht mehr geschlafen, Major. Ich habe das Gefühl, als würde ich jetzt gerade schlafen und einen Albtraum erleben. Das ist kein Albtraum. Es ist eine Illusion. Eine Illusion? Das ist gar nicht echt. So, den ersten Plünderchef-Job haben wir. Diese Turbine dient sowohl als eine Schwarmanlage für WSP-9-Gruppen als auch als Abwehr für den Generator, der das mechanische Personal des Testgeländes mit Energie versorgt. Hey. Lasst eure Kisten fallen. Da ist doch bestimmt wieder Munition und alles drin. Schauen wir mal. Ach ja, diese Kisten vom Himmel zu schießen, das lohnt sich. Okay, wir haben also genug erledigt, damit das jetzt hier kaputt ist. Dass genug Schrott hier die Turbine aufgehalten hat, dann müssen wir hier jetzt runter, würde ich behaupten. Hurra! Hei. Ja! Wieso hält er sich nicht fest? Ach so, wir müssen. Sehr unübersichtlich gerade. Ja, was wir hier wieder an Munition alles dabei haben. Jetzt haben wir hier auch so ein kleines Labyrinth, ne? Da haben wir den nächsten, den silbernen. Sehr schön. Finden wir zwei zusätzliche Baupläne. Die Planungsabteilung von Testgelände 6 ist zuständig für erstens Lösungsfindungen für den Bau und die Unterstützung zukünftiger Testwerkstätten. Zweitens. Nochmal speichern. Speichere da. Gebäude. Drittens.
Erstellung von Designspezifikationen und Kostenvoranschlägen für Bauvorhaben. Und viertens, Aufstellung von planungsbezogenen Leistungsbeschreibungen. Also ich glaube, ich muss hier erstmal runtergehen und gucken, wo wir da rauskommen. Das wird jetzt... Oh, das wird jetzt echt ein bisschen tricky, hier durchzublicken. Also wir müssen auf jeden Fall von hier unten. In dem Rohr müssen wir uns doch festhalten können. Ja. Da können wir uns sogar hochziehen. Okay. Ah. Okay, Leute. Das wird wieder spannend. Auf jeden Fall was. Nee, so auf die andere Seite kommen. Ach so, es geht auch noch um die Gitter, die hier versperren, ne? Schaut mal, so kommen wir nämlich jetzt. Ah, okay. Und fallen hier wieder runter. Also es geht auch um die Gitter hier. Gott. Ach, von da oben jetzt auch noch. Ach, du Heiliger. Das wird interessant. So, jetzt erstmal schauen. Die beiden müssen auf jeden Fall gewechselt werden. Sind die schon mal richtig. Leute, ich bin gerade zu blöd. Die oben sind richtig. Und das müsste jetzt eigentlich nur noch... Oh Mann. Müssen alle nebeneinander sein. Wie fies ist das denn?
Ach, dann kann man hier wieder hochklettern. Okay. Wie bitte? Was haben wir jetzt gemacht? Ach, hier ist eine Scheibe. Mann, Mann, Mann. Boah, jetzt ist das aber richtig tricky. Ich guck nochmal, ob wir oben nicht noch was haben. Nicht, dass ich da auch noch was übersehen habe. Da sind wir ja durchs Loch gefallen. Hier ändert sich auch nichts dran. Ach du Heiliger. Nee, es muss ja schon so stehen. Ah, da ist jetzt das Gitter dazwischen. Puh. Oder müssen wir das jetzt auch so nochmal drehen? Oh Gott, jetzt wird's echt kompliziert, Leute. Wir müssen da oben hinkommen, ne? Oder müssen wir erstmal auf die andere Seite kommen? Das ist jetzt die Frage. Leute, Leute, Leute. Puh. So ist es ja absoluter Quatsch. Das brauchten wir ursprünglich, um hier hinzukommen. Ich glaube, wir müssen erstmal auf die Seite da hinten kommen. Oh Gott, oh Gott.
Boah, dafür habe ich auch gerade einen zu starken Knoten im Gehirn, Leute. Ich finde es auch ein bisschen blöd, dass wir uns da nicht weiter hochziehen können. Muss doch eigentlich passen. Macht aber nicht. Moment. Leute, zum Glück haben wir hier eine Speichermöglichkeit. Ja, da muss ich mir das nochmal genauer anschauen. Wir können uns ja aber auch Comics so lange anschauen. Also wir müssen ja irgendwie auf die andere Seite kommen, um das da nochmal zu ändern. Das heißt, wir brauchen hier einen freien Durchgang. Wir müssen auf beiden Seiten... dürfen keine Gitter sein. Aber das haben wir ja gar nicht. Außer wir drehen unten nochmal, ne? Man muss das so hinbekommen, dass auf beiden Seiten... Ach, unten, was erzähl ich? Können wir es gar nicht drehen? Da beschwert er sich. Muss es so sein? So können wir es wieder... Ach, jetzt drehen wir... Moment mal. Wäre eine Idee gewesen. Ah. Moment. Jawohl. War zwar nicht beabsichtigt gerade, das war eher Glück. Jetzt hängen wir hier an dem hier fest. Und hier müssen wir jetzt wieder zweimal drehen. Ach du Heiliger. Okay, wir haben auf jeden Fall hier schon mal wieder eine gute Kiste mit viel Inhalt. So, und wir müssen ja eigentlich... links hin.
Ey. So. Muss doch passen. Jawohl. Haben wir es doch noch nicht geschafft. Um nicht zu sagen gut, Genosse Major. War das ein Witz? Auf wessen Kosten? Gehen wir weiter. Damit haben wir den nächsten. Jawohl. In die M-Emitter für Elektro und Schneeball rammender Hieb. Jawohl. Ah, hier brauchte man echt schon Hirnschmalz. Okay, ja, ich habe auch wieder überzogen. Das heißt, ich werde hier jetzt speichern. Speichere da. Und ja, wir schauen dann im nächsten Video, was wir uns hier alles jetzt basteln können. Die Änderungen, die nehme ich dann in der nächsten Episode vor. Und dann werden wir auch mal in die Arena gehen. In die Ausstellung, wo wir ja storybedingt eigentlich hin sollen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu Atomic Heart wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.